Wer kennt sie nicht? Die Münzautomaten auf dem Jahrmarkt, auf der Straße oder auf Bahnhöfen. Leider werden sie in letzter Zeit immer weniger oder von digitalen Geräten verdrängt. Ulf Steinfort hat sich der mechanischen Apparaturen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angenommen und eine stattliche Sammlung zusammengetragen. In einer Sonderausstellung kann man seit dem 13. April im Magdeburger Technikmuseum eine Auswahl von beispielhaften Münzautomaten aus den verschiedenen Epochen dieser besonderen Gattung von Automation bestaunen. Die Ausstellung mit dem Titel »Ein Groschen, der die Welt bewegt, Industriekultur im Kleinen« hat eine Sammlung von Münzautomaten des Magdeburger Sammlers, Boxpromoters und Unternehmers Ulf Steinfort als Grundlage. Mit verschiedenen, durchaus auch überraschenden und noch nie gesehenen Exponaten wird die Entwicklung der Münzautomaten vom Ende des 19. Jahrhunderts über die Blütezeit in den 20er Jahren bis in die neuen Zeiten in einem repräsentativen Überblick gezeigt. Mit fortschreitender Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts und dem ersten Patent für einen münzbetriebenen Automaten, der ab 1857 in England Briefmarken ausgab, begann der Siegeszug der Waren- und Dienstleistungsautomaten. Sie waren Ausdruck einer technischen Revolution, an der jeder mit nur einer Münze teilhaben konnte. Ein Bezug zum traditionellen Industriestandort Magdeburg durch die Jahrzehnte ist dabei ein zwar kleiner, aber feiner lokaler Nebenaspekt. Das Technikmuseum hat dafür ein Areal bereitgestellt und die Exponate werden, wie in ihrer Ursprungsfunktion, in einem öffentlichen Raum ausgestellt, wenn auch teilweise hinter Glas, um die empfindliche Technik zu schützen. Mit einem Einsatz von zumeist nur einem Groschen konnte man sich in den Blütezeiten der Münzautomaten zum Beispiel einfach mal wiegen, in Spielewelten bewegen und sogar boxen. Viele weitere innovative und kreative Einsatzmöglichkeiten lassen die Besucher erstaunen und dürften alt, aber auch gerade jung verblüffen. Daneben stellt das Technikmuseum seit diesem Jahr in jedem Monat das Objekt des Monats aus seiner Sammlung vor. Im Mai ist das ein spezieller historischer Motor. Ja, dazu gehört auch dieser Deutzer Gasmotor, den wir mit Hilfe von Studenten und unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern natürlich versuchen, in Bewegung zu zeigen. Steckt im Moment noch in den Kinderschuhen, es gibt mal noch ein paar kleine Probleme. Aber wenn das so einfach wäre, alles in Bewegung zu setzen, denke ich mal, dann würde hier alles hin und her flitzen. Das können wir uns gar nicht leisten. Aber so schön wie das hier ist, sie haben es wieder sauber gemacht und gangbar gemacht. Nur eben mit dem Antrieb gibt es noch ein paar kleine Probleme zu lösen. Und dann können wir auch wieder ein älteres, neues Objekt in Bewegung zeigen. Dass es wichtig ist, dass wir möglichst viel in Bewegung haben. Totes Material hat jedes Museum. Im Mai wird die Brikettpresse näher beleuchtet. Die Sonderausstellung mit dem Münzautomaten geht noch bis zum 8. Juli.